Willkommen bei meinem nächsten Tekken-Video. Wir sind jetzt Kapitel 5. Die Fäuste entscheiden. Jetzt schauen wir uns doch mal an. Ich bin tatsächlich gespannt. Bisher finde ich die Story eigentlich ganz gut. Also, für Tekken-Verhältnisse. Tekken ist halt so sein eigenes Ding. Klingt auch nach einem Kapitel, wo es ein bisschen mehr als nur einen Kampf gibt. Das letzte war ja nur gegen Leon. Oder Leo? Leo, glaube ich, ja? Oder? Ja, Leo. Leon. Ein episches Kolosseum. Es ist das Kolosseum, Entschuldigung. Nice, das wollen wir sehen, Tekken. Okay. Was? Spiel ich jetzt andere Charaktere? Schade, dass sie die Länder nicht anzeigen, oder? Zeigen sie doch Mexiko und... Ah, ich kann mir einen Charakter aussuchen. Wie cool ist das denn? Oh, ich weiß nicht. Entscheiden wir nach Essen, oder? Also, Vereinigtes Königreich hat Fish and Chips, was saugeil ist. Aber so ein Shepherd Pie oder so. Aber Mexiko hat schon geilere Gerichte. So ein geiles Chili con Carne. Es ist King. Es tut mir leid, aber ich glaube, mexikanisches Essen ist geiler. So eine geile Chipotle und geiles Chili con Carne. Allgemein Chili Verde. Also, ich kann den nur halt gar nicht, ne? Ich hab den. Oh, okay. Das habe ich mir gedacht. Okay. Okay. Das war gut. Okay. Gut, dass ich gewonnen habe. Okay. Oh, das wird nicht so einfach. Was ist denn typisch nordamerikanisch?
Oh, das ist jetzt nicht so einfach. Ah. Also Amerika, gut, die haben Chi. Land hat gar kein Kuma. Echt, es ist so bitter, gell? Eigentlich Paul würde ich dann ja eher nehmen müssen, weil das sind halt Burger, Hot Dogs, so, das ist halt geil. Aber ich bin tatsächlich Panda Main. Also muss ich Kuma spielen. Ich würde sagen, einfach Kuma ist so die Sterneküche, weil die sind auch nicht länderspezifisch immer. Ist der irgendwie auf? Habe ich irgendwie die Steuerung ist Oh, verdammt. Ah. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. Ah, dieses Timing. Ich hab's nicht drauf, weil. Was? Okay, das wäre zu schön gewesen. Ich bin der beste Kämpfer des Universums. Okay, jetzt bin ich gespannt. Haben Shahin. Es ist einfach heiß dort. Also, das ist halt Italien. Das ist fucking warm. Das sieht auch aus, als wäre das super warm. Und er kommt einfach in so einem in so einem Pelzmantel. Wir haben Russland und Saudi-Arabien. Ich sag's halt ehrlich, gell? Ich mag halt russisches Essen. Ich mag Borscht, ich mag Pierogi. Also. Okay. So. Ja, Panda, mein Liebling. Ich glaube, das war das erste Kapitel damit. Also die erste Hälfte. Das nächste Kapitel wird dann wahrscheinlich die zweite Hälfte sein. Ja. Oh, nee. Es geht ganz normal weiter. Okay, ich dachte nicht, ich hätte nicht gedacht, dass es weitergeht. Oh Gott, Brian und Yoshimitsu. Das war mein erster Charakter, den ich so gemocht habe, als ich ihn gespielt habe. Also charakterlich ist es ein Stück Scheiße. Aber was haben wir? Amerika oder keine, früher Japan. Okay. Japanisches Essen ist mega geil. Mein Lieblingsessen ist eigentlich Burger und Teigtaschen. Aber dadurch, dass es Gyoza in Japan gibt, nimm mir einfach Japan. Auch noch, weil Brian eigentlich charakterlich wirklich kein guter Typ ist. Und japanisches Essen ist geil. Also Sushi ist sehr, sehr geil. Curry ist geil. Ich kann den halt null spielen.
Aua. Okay. Nehme deinen Generator gerne an mich, okay. Oh, Südam. Wo kommt Lili her? Frankreich, ne? Ah, oh, Südamerika. Ah, sie kommt aus Peru, ne? Und Monaco. Oh Gott, also ich weiß, ich kenne, glaube ich, nur ein Gericht aus Peru und das sind Pachamanca. Sonst fällt mir da eigentlich nichts ein. Ja, wir nehmen sie einfach, weil ich weiß, dass in Monaco gerade auch nichts. Sorry, Lilly. Wir haben hier unseren neuen Kämpfer. Ah, verdammt. Kein gutes Timing gehabt, aber ich kann ja auch nicht spielen. Okay. Jetzt ist. Wo zieht den Kaffee her? Ich mag tatsächlich gar keinen Kaffee. Schade, vielleicht doch nicht die gute Wahl. Oh, jetzt haben wir Gin. Gin und Le oh, Leroy. Also, jetzt habe ich ja eh keine Wahl. Jetzt muss ich ja Gin spielen. Aber nochmal japanisches Essen gewährleistet. Das ist jetzt Kapitelende. Das nächste Kapitel ist dann der Kampf von Jin plus Aftermath. Leroy ist so ein cooler Badass, wirklich. Das könnte ein Kingdom Hearts Line sein. Oha. Wo hast du auf einmal den... Naja, Waffen sind ja in Tekken bei manchen erlaubt. Au. Er hat sich einfach geduckt.
Okay, ich darf. Oh. Oh Gott, der hat mich getroffen. Aua. Ach, der trifft mich sowieso, das ist storybedingt. Aber ich krieg trotzdem auf die Schnauze. Aua. Ja. Sei die dunkle Energie. Ich glaube, ich habe mein neuer Lieblingscharakter ist einfach Leroy. Futuro che hai visto, succederà qualcosa di grosso. If we don't act now, Jin Kazama, the light of the Red Star may never return. Ja, damit haben wir das Kapitel fertig. Das war ein langes Kapitel. Tatsächlich. Also mit der Länge des Kapitels habe ich nicht gerechnet. Aber ein gutes. Leroy, ultra cooler Typ. Soll ich sagen. Hat unseren Jim wieder so ein bisschen richtigen Weg gebracht. Ich bin gespannt. Jetzt kommt ja das Viertelfinale. Dann Halbfinale. Ich denke, jetzt kriegen wir immer nur die Viertelfinalkämpfe im nächsten Kapitel. Ja, aber das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal.